Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Mirage. Hinter mir links steht eine notgeile Tusse, die unbedingt ihre perversen Heftchen möchte. Und wir werden ihr helfen, so eines zu bekommen. Mal gucken. Wobei, was heißt mal gucken? Ich muss ja. Da oben. Komme ich da hin? Hier einfach Treppen hochlaufen. Ach ja. Ich wollte nur Diener spielen und keiner werden. Oh oh. Darf ich hier überhaupt sein? Said, hast du dich verlaufen? Perfekt. Hä? Hey. War das nicht hier? Da hinten? Uiuiui. Ja, die Frage ist, wie komme ich denn jetzt da am besten hin? Darf ich die benutzen? Okay, darf ich. Hätte ja sein können, dass man es nicht benutzen darf. Eines Kalifen würdig. Der Garten und seine Geheimnisse. Ein zahmer Titel. Aber das war wohl die Absicht. Ist aber schon heftig hier. So pompös alles. Ist da jemand etwa auf der Suche nach mir? War ich zu laut? Wer weiß. Wo ist eigentlich der andere Typ hin? Einfach weg. Was denn für ein Konflikt? Weil da so ein Typ nach mir sucht oder was? Weil ich anscheinend im Gebäude zu laut war. Schmott. Aber gut, wir haben das böse Buch. Und das bringen wir doch einfach mal jetzt zu der Dame. Beziehungsweise soll es in ihr Zimmer legen. Ich glaube, sie verpfeift mich trotzdem. Oder sie hat den Schlüssel gar nicht. Abu Abdullahs Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Aber gewiss glaubt er nicht mehr daran, den Thron zu besteigen. Kennst du seine Mutter? Du! Kabiha mag Pünktlichkeit nicht wichtig gewesen sein. Aber ich bin nicht so nachsichtig. Verzeih, Farah. Es wird nicht wieder geschehen. Farah? Für dich heißt sie Sayyidati. Oder Umm al-Walad. Und nun an die Arbeit. Wo ist der? Ach, da. Hä? Wie zum Fick komme ich da hin? Tag. Bitteschön. Viel Spaß. Mehr Spaß. Hoffentlich fallen ja nicht noch mehr Aufgaben ein. Ich fürchte, ich habe ein Monster geschaffen. Ja. Also habe ich die ganzen Briefe nicht gerade eben. Doch habe ich, ne? Okay. So, kriege ich jetzt meinen Schlüssel oder willst du noch irgendwas? Das Buch ist in deiner Kammer. Jetzt. Und? Sind meine Augen größer? Riesig. Makira, ich brauche den Schlüssel. Dieser Trank, er gibt einem Selbstvertrauen. Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Ja, ich kenne diesen Trank. Wir hatten eine Abmachung, Makira. Den Schlüssel. Jetzt. Warte, erst musst du den Trank zurück zu Nasrin bringen. Wenn Farah herausfindet, dass er fort ist, wird sie wütend.
Dann gehört der Schlüssel dir, ich schwöre es. Meinetwegen. Trink etwas Wasser, während ich weg bin, ja? Das ist das letzte Mal, Basim. Setz dich durch. Ah, jetzt muss ich Reverse-Taschendiebstahl machen, oder was? Zurück an deinen Platz. Der Trank ist wieder zurück. Alles ist, wie es sein soll. Jetzt bekomme ich den Schlüssel von Makira. Und wenn ich ihn ihr aus der Hand reißen muss. Jetzt hat sie den Schlüssel nicht mehr. Erledigt. Meinen Teil zumindest. Danke. Seltsam, ich habe etwas Kopfschmerzen. Was passiert jetzt? Du gibst mir den Schlüssel. Ach ja. Hast du ihn nicht? Fürchtest du Kabiha? Was ist? Nein. Ihr Stern ist erloschen. Das sagen alle. Ich habe nur Spaß gemacht. Hier. Endlich. Nun zur Suche nach Antworten. Wahnsinn. Eine Karte des Kalifats und von Alamut. Alamut? Ozeanwüste, Kobra, Taube. Tobe wie das Meer, ich versüße deine Stürme. Sehr gut, uninteressant. Ein signierter Gedichtband Aribs. Das Meer, die Wüste, die Kobra und die Taube. Eine Haarnadel. Nings. Wann hat Kabiha die bekommen? Sass. Ich erinnere mich an diesen Duft. Ich roch ihn auf dem Bazar und vielleicht im Harem. Aber an wem? Trotz all des Prunks ist der Raum nahezu leer. Was ist das? Was hast du ihr gegeben? Sie trinkt immer davon. Sie bat mich, es ihr zu geben. Es ist harmlos. Das nennst du harmlos, Nazarin? Du solltest gehen. Jetzt. Gib mir den Schlüssel. Was ist dir zugestoßen? Ich. Du hättest mich wirklich nicht mit der Flasche allein lassen dürfen. Ich durchsuche die Gemächer. Du kommst mit. Ich schwöre, ich habe ihr nichts getan. Das war dein Werk. Entspann dich. Niemand achtet auf uns. Sie werden mit dem Buch aus Nasrins Kammer viel zu beschäftigt sein. Nasrins Kammer? Der Garten und seine Geheimnisse. Nichts Anstößiges. Nur eine Abhandlung über einheimische Pflanzen und ihre Wirkung in Medizin, Gift und Kosmetik. Belladonna. Schwarze Tollkirsche. In kleinen Mengen sehen die Augen wirklich wundervoll damit aus. Schade, dass ich alles an sie verschwenden musste. Was? Du hast gesehen, wie Farah und Nasrin allen Gift ins Ohr träufelten. Lügen und Gerüchte über meine Herrin. Kabiha. Die eine tot, die andere entehrt. Niemand wird mehr auf sie hören. Verräterisches Weib. Was bist du? Treu. In Kabihas Abwesenheit verteidige ich den Thron gegen jene, die sie ersetzen wollen. Ihr Gemach ist leer. Sie hat dich verlassen, Makira. Du dienst einer abtrünnigen Herrin. Sie wird aus dem Palast zurückkehren, wenn die Gefahr vorbei ist. Das hättest du mir wirklich nicht sagen sollen. Es macht keinen Unterschied. Du wirst sie nie finden. Und nun, benimm dich. Es sind Kinder anwesend. Hübsches Gewand übrigens. Steht dir. Für Farah kann ich nichts tun. Aber wenn Kabiha an der Spitze des Ordens steht, könnte ich noch jene retten, die sonst durch sie leiden würden. Tja. Okay. Also könnte meine Vermutung ja gar nicht so daneben liegen. Aber anscheinend muss ich trotzdem alle machen. Aber ich glaube irgendwie, dass sie damit eher was zu tun hat. Aber wer weiß, vielleicht ist ja auch er der Typ, den alle für unschuldig halten. Und dann ist er doch an der Spitze. 400 Meter, scheiß doch die fucking Wandern. Ja, was ist das da unten? Noch so ein Foto? Da oben. Du wirst mich doch verarschen, hätte ich das doch bloß gemacht. Naja, da muss ich halt ein bisschen außen rumlaufen.
lieber so, als dass ich jetzt zum Assassinen-Versteck reise und dann irgendwie wieder versuchen muss, durch die Mauer zu kommen. Nicht so wahrscheinlich schneller. Auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, wo ich hier lang muss. Oh nee. Komm ich denn da hin? Will da doch einfach nur hin. Ja, irgendwie komme ich da hin. Geht doch. Was ist das eigentlich für eine Mauer? Ist da das Zentrum? Wahrscheinlich schon, ne? Da wo ich ganz am Anfang drin war. Glaube ich. Stützpunkt der Schotter. Ja, ich habe jetzt die Kugel da einfach liegen lassen. Weil ich heftig bin. Aber gut, das ist doch schon mal ein Indiz dafür, dass die eine irgendwie im Palast chillt. Die andere tut's nicht. Die ist einfach nur so unterwegs. Und was jetzt mit ihm? Ich bin wirklich sehr neugierig. Oh, das ist wahrscheinlich der Eingang. Steuerung, Mann! 106, 104, 100 Meter. Ich weiß manchmal nicht. Hoppala. Was ist? Alter, hab ich. Ich habe mich gerade übel erschrocken. Okay. Der Masalim-Gerichtshof ist nicht weit. Darwish erzählte mir mal, dort könnte das Volk sich beschweren, wenn eine Rechtsprechung Unrecht war. Wieso krabbelt er nach unten, Alter? Ich lenk halt nicht mal nach unten. Was? Oh, tschüss. Mein Vater sagte einst, das Wesen eines Mannes offenbart sich jenen, die unter ihm arbeiten. Diese Richter müssen den Statthalter besser kennen als andere. Ja, mein Gott. Wegen dieser verfickten Steuerung, Alter. Ich raste so aus, Mann. Gib mir so auf den Sack. So, danke. Jetzt verpiss dich. Wir sind nicht länger eine Gefahr. Flieg, wie es dir gefällt. Hier sind aber auch auf jeden Fall welche noch gewesen. Wo sind noch mehr? Irgendwie nicht so viele. Ja, und die da noch. Ja, aber warte mal, ich muss doch... Okay, keine Ahnung. Irgendwo wird er schon sein. Hui. Vor allem, jetzt wollte ich gerade ganz normal da runter, aber statt dass er runterspringt, rennt er halt oben drauf und ich verstehe es halt nicht. Es ist einfach so weird. Die Steuerung ist manchmal so mega dumm. So, noch den da hinten. Moin! Gehe in Frieden. Unschuldige töten! Oh, jetzt bist du dran! Zack! Ja, und nun? Ist der Eingang irgendwo unten, oder was? So, dann springen wir mal runter. Zack! Ich will mein Zeug wieder. Danke. Ja, es scheint nicht hier zu sein. Hey. Ja, da ist ein Typi.
Das scheint ja wohl nicht zu sein. Seltsam. Nicht hier falsch? Was ist das denn? Weiter oben? Nee. Ach, da unten. Hallo. Sei gegrüßt, Sayidi. Sag, dürfte ich dir vielleicht ein paar Fragen zu Statthalter Muhammad ibn Tahir stellen? Ich werde nicht unterbezahlt, um Fragen zu beantworten. Ich schlage vor, du gibst mir einen Anreiz, sonst... Ich hab nur... Achso, ich hab zwei. Würdest du dieses Zeichen der Wertschätzung eines einfachen Bürgers annehmen? Als Anzahlung, ja. Ich diene der Gerechtigkeit und verhindere sie nicht. Nimm das Geld. Also, was weißt du über den Statthalter? Er wird gefürchtet, geachtet, hat sich ganz Recht und Ordnung verschrieben. Das ist alles, was du weißt? Du arbeitest hier. Und Muhammad ibn Tahir hat einen Sitz am Gericht. Am Shorta-Gerichtshof, nicht am Masalim. Aber er hat Spitzel hier. Jeden Mittag eilt einer von ihnen zu ihm. Und nun, guten Tag. Ich fühle mich irgendwie verarscht. Weiß nicht, ob diese Briefe hier wichtig sind. Naja. Ja, dann soll ich hier warten. Empfohlener Rang Attentäter. Meditieren. Finde den Boten. Dieser Bote könnte mich zur Arbeitsstätte des Statthalters führen und zu den Geheimnissen, die es dort geben mag. Also, ich soll ihn im Blick behalten. Ach ja, ich hasse ja solche Missionen, wo ich Leute verfolgen muss. In jedem Spiel, wo die Sachen eingebaut sind, hasse ich sie. Man guckt halt auch die ganze Zeit nach hinten. Jetzt guck nach vorne, ganz genau. Guck einfach nur nach vorne und geh. Geh deines Weges. Von Assassin's Creed 2 gibt es ja auch eine von diesen Missionen in Venedig, glaube ich. Boah, das war so ätzend. So funny, wenn man sich einfach zu irgendwelchen Leuten stellt. So, kennt ihr ihn eigentlich irgendeiner von euch? Nee. Ich dachte, der gehört zu dir. Der braucht aber ganz schön lang, der Kollege. Nein. Mich siehst du nicht, mich siehst du nicht. Ich hab, war so klar, dass er genau jetzt umdreht, ne, und nachguckt, wo ich mich nicht bei Menschen verstecken kann. Die Säue, ey. Mich halt wieder nicht bei Leuten verstecken. Ist das mit Absicht, dass jetzt hier immer weniger Gruppen kommen? Hasse ich sowas. Guckt halt echt immer noch ständig nach hinten. Jetzt wüsste er genau, dass ihn jemand verfolgt.
Ja, da ist eine fucking Leiter, Mann. Da ist eine verschissene Leiter, Alter. Ich... Oh, ist das dumm. Alter, wie lange das dauert. Junge, wo läuft er denn hin? Warum ist diese Mission so abartig lang? Jesus. Darwish warnte mich immer, dass ich vor der Shorta enden würde. Wer hätte gedacht, dass ich freiwillig reingehe? Ja. Hey, was? Was ist denn los? Ah, ich kann die Gedärme dumm genug, uns anzugreifen. Lalalala, lila, lilo. Ich muss hier schnell weg. Fuck. Wer war das? Wieso hat der... Naja. Mein einziges Verbrechen ist, dass ich arm bin. Befreie mich, bitte. Dein Riesen sei Allah. Möge Allah dich schützen, Sadiki. Einfach alle rauslassen. So. Ja gut, ich habe damit nichts zu tun. Ich würde sagen, das war's erstmal für die Folge. Deswegen bis zum nächsten Mal. Guantanamo. Tschüssi.